Hallo, hier ist Vegan City, hier ist die Ursel. Ich grüße dich sehr herzlich. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um Radieschen und um die Radieschenblätter. Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe Radieschenblätter sonst weggeschmissen und konnte nicht so sehr viel mit anfangen. Ne? Auch wenn manche gesagt haben, oh, ich nehme das als Smoothie und so. Ich bin da persönlich nicht so ein Freund von. Und ja, und jetzt kamen mein Freund und ich auf die Idee, auf die glorreiche Idee, wie ich finde, weil ich finde das wirklich total fantastisch und deswegen möchte ich sie auch gerne mit dir teilen, weil mir das so viel Freude macht, von den Radieschenblättern einfach mal ein Pesto zu machen. Boah, ja, toll. Das haben wir gemacht und ich zeige euch, wie es geht. Okay, also hier habe ich 100 Gramm Radieschenblätter, das habe ich schon vorher abgewogen. Die schneide ich jetzt einfach mal vorher ein bisschen klein. Als Tipp übrigens, das mache ich ja übrigens alle immer, wenn ich Pesto mache oder so, damit es sich länger hält. Also je weniger Wasser man an den Blättern hat, umso besser ist es, umso länger hält es sich auch. Ne? Also wenn du das nicht dann sofort verspeisen möchtest, das Pesto. Also ich mache das dann so, dass ich das entweder gut abtropfen lasse oder in ein Geschirrhandtuch gebe und dann einfach draußen schleudere. Du kannst natürlich auch eine Salatschleuder nehmen. Also die Möglichkeiten gibt es dann natürlich dann schon. Ja, diese zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, wenn man es einfach nur abtropfen lassen möchte, in den Durchschlag, geht das natürlich auch. Die Blätter sind, wie gesagt, jetzt relativ trocken. Und ich schneide jetzt eben einfach ein bisschen kleiner, sodass der, dass der Mixmesser das ganz gut erfassen können. So, das reicht schon. Ja, ich habe eben schon welches gemacht, deswegen habe ich das jetzt nicht nochmal extra ausgespült, ne? Und ja, jetzt gebe ich eben einmal die Blätter hinein. So. 100 Gramm passen immer noch ganz gut in diesen Mixbehälter von diesem Mr. Magic rein. Das ist immer ein ganz gutes Maß. So. So, dann wiege ich mir das praktische halbe einfach nochmal auf Tara ab. So, und hinzu kommen dann auf diese 100 Gramm Radieschenblätter 100 Gramm Olivenöl. Ich verwende natürlich das Rohkost-Olivenöl, ne, als Rohköstlerin. Ist ja ganz klar, das gute Öl. So, da kommen 100 Gramm zu. So, dann haben wir das Öl dazu gegeben und dann kommt, sage ich jetzt mal, ein knapper Teelöffel von meinem Steinsalz, also ich verwende Steinsalz, würde ich dir auch empfehlen zu nehmen, dazu. So, ja, und dann wird das Ganze gemixt. Noch von Sonnenblumenkerne, die ich vorher habe keimen lassen, musst du natürlich nicht unbedingt machen, aber ich mache das ganz gerne, weil ich die dann einfach hochwertiger finde. Oder die sind nicht, ich finde das nicht nur hochwertiger, sondern sie sind natürlich dann auch hochwertiger geworden. Ne, also über das Keimen habe ich schon mal Videos gemacht, guck dir das gerne an unter Rohkost, also in meiner Rohkost-Playlist habe ich da bestimmt ein Video abgespeichert. Davon gebe ich jetzt also 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den gekeimten Sonnenblumenkernen dazu und mixe das nochmal kurz durch. Mal vorher den Geschmackstest machen. Oh ja,
wirklich ein total feines, leckeres Pesto. Dieses könnt ihr dann natürlich verwenden, wenn ihr zum Beispiel noch Kartoffeln oder Nudeln esst, könnt ihr das dazu nehmen. Also es schmeckt wirklich total lecker. Oder auch gerne aufs Brot tun. Oder ja, und dann halt vielleicht noch ein Radieschenscheibchen oben drauflegen oder so, ne? Zeige euch das nochmal eben von der Konsistenz her. Ich meine, es ist schon ein bisschen, es ist jetzt nicht so ganz fest. Wer das ein bisschen fester möchte, kann auch gerne noch ein paar Sonnenblumenkerne dazu tun. Oder vielleicht ein bisschen Hanfsamen zum Beispiel, würde bestimmt auch noch gut passen, ne? Und es ist ja einfach immer nur eine Idee oder eine Anregung. Also ich fand das persönlich so sehr lecker. Oder wenn du das ein bisschen, wenn du die Sonnenblumenkerne, so wie ich das jetzt gemacht habe, zum Schluss zugibst und du, sag mal, grob durchmixst, ja, sieht auch ganz schön aus, ist eine andere Variation. Und du kannst natürlich auch Pinienkerne nehmen, ne? Zedernüsse, also, oder Mandeln vielleicht schmeckt, ich denke mal, das schmeckt irgendwie alles total lecker, ne? Und alles gut. Und so kann man eben wirklich toll die Radieschenblätter, statt wegzutun, kann man die selber sehr gut essen, ne? Und ja, ich denke mal, damit habe ich alles gesagt. Lasst es euch gut schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Ursel. Ciao.